Hallo liebe Oldtimer-Freunde, heute nun Teil 2 des Themas Motorausbau beim DKW F12. Ich habe gestern soweit alle Vorbereitungen getroffen, dass das jetzt hoffentlich relativ flott funktionieren kann. Ein paar kleinere Arbeiten sind noch übrig. So habe ich jetzt den Heißluftföhn dabei, um hier oben den großen Wasserschlauch vom Kühler zu trennen. Der steckt ziemlich fest. Und dann sind es eigentlich nur noch drei Schrauben zwischen Motor und Getriebe, wovon ich zumindest die untere vorab schon mal löse, weil dort auch noch ein Haltewinkel für die Bremsleitung zwischen den beiden Bremssätteln von rechts und linker Scheibenbremse verläuft und ich sicher gehen will, dass das also alles getrennt ist. Und dann werde ich ihn ich weiß noch nicht genau, ob ich dann alle Schrauben schon löse und ihn anhebe. Wahrscheinlich werde ich ihn dann anheben und sobald das Vierkantrohr, was ich jetzt hier auch mitgebracht habe, was ich also dafür schon mehrfach verwendet habe, sobald dieses Vierkantrohr jetzt unter dem Getriebe sitzt, werde ich dann die letzten beiden Schrauben lösen. Auf geht's! Ja, ich habe es befürchtet. Leider musste ich dieses Verbindungsstück zwischen den beiden Bremssätteln auch abnehmen, musste also die Bremsanlage öffnen. Die Arbeit hätte ich mir gern gespart, aber der Haltewinkel, der sitzt auf dem Bolzen zwischen Getriebe und Kupplungsglocke und den kann man halt nur abziehen, wenn man auch gleichzeitig die Bremsleitung entfernt. Tja, hilft nichts, hat irgendeiner bei der Konstruktion sich so ausgedacht und jetzt habe ich es abgeschraubt. Der Motor hängt am Haken und ich habe auch bereits hier unten als Getriebestütze dieses Vierkantrohr eingefädelt, was sich jetzt rechts und links auf dem Rahmen abstützt. Ich kann also jetzt die letzten beiden Schrauben entfernen und versuchen, ihn dann hier irgendwie rauszufädeln. So, endlich ist er raus. War doch mühsamer, als ich dachte. Aber jetzt steht er hier auf dem Scheunenboden und schauen wir den Kupplungsautomat hier schon die ganze Zeit an und kann aber aktuell hier keinen Schaden feststellen. Mir schwant so ein klein wenig, dass es dann am Ende vielleicht doch nur das kaputte Kupplungsseil gewesen sein soll. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber so ein Schadensbild, wie sich es mir gezeigt hat, habe ich eigentlich bei einem Kupplungsseil so noch nicht gehabt. Das ist dann eigentlich irgendwann gerissen und dann war das also sofort auch klar. Aber hier ist jetzt aktuell nichts zu sehen. Aber ich werde das nochmal ganz genau untersuchen und werde das auch nochmal in der DKW-Community dem einen oder anderen zeigen, auf was ich vielleicht hier schauen muss. Aber momentan sieht der Kupplungsautomat gut aus und auch die Kupplungsscheibe hat also noch mehr als genügend Reibfläche übrig. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Vielleicht hier nochmal ein Blick in den leeren Motorraum. Es geht doch ziemlich eng zu. Man muss den Motor also dann, wenn er nach vorn gerutscht ist, dann drehen, heben, drehen, senken. Also es ist ein ziemliches Gefummel, den hier rauszukriegen. Aber irgendwie geht es dann jedes Mal. Ich habe auch wahrscheinlich Glück gehabt, dass ich keine größeren Schäden verursacht habe. Wie ihr seht, musste ich den Kühler noch rausnehmen, um an die eine Schraube zu kommen. Das war dann aber auch kein großer Akt mehr. Der saß dann nur noch in seiner Halterung lose drin. Den habe ich dann einfach fix rausheben können. Der liegt jetzt aktuell hier. Den hatte ich vor einiger Zeit komplett mit einem neuen Netz versehen lassen. Das war zu der Zeit, als ich noch gehofft habe, dass es ohne Wasserpumpe irgendwie funktioniert mit dem Auto. Aber auch das neue Netz hat die Kühlleistung nicht wirklich beeinflusst. Ja, so viel von heute. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier noch irgendeinen anderen Fehler entdecken kann. Momentan bin ich ein bisschen ratlos. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch nicht schlecht, trotz der ganzen Mühe, alles mal wieder draußen zu haben. Was mich sehr ärgert, ist, dass ich halt hier unten die Verbindung zwischen den
Bremssatteln losmachen musste. Also es ist immer sehr mühsam, auch das Entlüften der vorderen Bremsen, weil die halt hier innen am Getriebe angebaut sind. Aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Ich werde natürlich die Gelegenheit nutzen und werde den Motorraum versuchen, etwas zu reinigen, wenn schon mal alles leer ist. Der Hauptbremszylinder sieht eigentlich soweit noch ganz gut aus. Er hat ein Stück Farbe verloren, aber ansonsten ist das hier alles noch okay. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit auch, mein Problem mit der Schaltung anzugehen. Werde ich aber dann wahrscheinlich das Auto nochmal seitlich aufbocken müssen. Das muss ich mir dann nochmal genau überlegen. Ja, so viel von heute vom DKW. Beim nächsten Mal mehr.